Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dysons Fair Program. Wir machen direkt weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Wir terraformen hier erstmal diesen Planeten. Wir holen uns erstmal alles, was geht. Ich habe wohl irgendwo hier was vergessen zu terraformen. Da muss ich jetzt einmal drüber schauen. Hier unten ist eh alles noch nicht. Hier habe ich schon gleich noch Spot. Wir machen hier einfach mal weiter. Formen à la Terra, Formen à la Terra, Terraforming. So. Und natürlich, wir fangen gerade an und es muss wieder speichern. Ich weiß nicht, aber das ist so ein Ding, da freut sich, glaube mein Spiel drüber immer. Ja, wir müssen hier einmal speichern. Das muss natürlich so sein. Immer wenn wir starten, müssen wir erstmal eine Runde speichern. Ich gehe mir aus. Warum? Dude, why? Das muss immer erstmal speichern, eine Runde. Oder zwei. Gut, ich habe ja auch in einem relativ kurzen Abschnitt den Autosave eingerichtet. Weil man weiß ja nie, ob es irgendein Problem mit dem Computer gibt. Und da wäre das ziemlich ärgerlich. Wenn es dann nur so circa 5 Minuten Rhythmus. Oder? Settings. Gameplay. Video? Nein, nein. 8 Minuten Saving Intervall. Machen wir mal auf 10 Minuten. Ja, 10 Minuten sind ein bisschen besser. Es geht dann ein bisschen zügiger. Beziehungsweise dauert einfach ein bisschen länger. So, wir tun alle schön terraformen. Hier alles schön dicht machen. Egal wie schön ein Planet ist, wir terraformen einfach. Wir schauen mal kurz die Dysonsphäre. Sie wird schon fleißig gebaut. Sehr schön. Ein Karat. Ja, circa die Hälfte geschafft. Sie produziert aber auch schon einiges. Also schon mal Hut ab. Ich weiß, was ich hier auf dem Planeten mache. Eine Solar Sail Farm. Das ist aktuell am wichtigsten, dass wir unsere ganzen Sachen hochhauen können. Warum komme ich da jetzt erst drauf? Weil so viele Solar Sails, wie wir brauchen, brauchen wir hier eine riesen Fabrik dafür. Weil von den Materialien her geht es ja so semi. Da machen wir aber Prismen. Eindeutig, das machen wir so. Die ganzen Ressourcen schicken wir wieder auf einen anderen Planeten, damit das da weitergemacht werden kann. Und wir klatschen hier einfach nur Solar Sails raus. Wir pressen das sowieso durch den Geburtskanal. Bitte nicht bildlich vorstellen. Aber das klingt nach einer Option, die wir nutzen könnten für unsere Vorhaben. So, da brauchen wir wieder hier drüben. Da müssen wir einmal rüberfliegen. Dann sagt das Hallo. Hallo. Jetzt. Take it all. Take it, baby. Take it. Take it. Oh, yeah. Dass ich da erst jetzt drauf komme, dass ich hier einfach Solar Sails in Massen hinklatschen werde. Da bin ich erst gar nicht drauf gekommen. Die.
Das hätte mir auch vor 2 Stunden einfallen können. Ich beschwere mich die ganze Zeit, dass wir keine Antimaterie haben, beziehungsweise dass es viel zu langsam geht. Aber wiederum beschwere ich mich, dass wir keine Solar Cells haben. Aber ich mache hier keine Massenproduktion an Solar Cells. Das ist das Problem. Ich habe das Problem erkannt. Dass, wenn man das Problem erkennt, das ist der erste Schritt zur Lösung. Oh, noch mehr Energie. Mit noch mehr Energie werden wir vollgemacht. Ich habe nur mit Energie. Allgemein machen wir auch erstmal hier. Wo ist es denn hier? Ja, dann bekommen wir allgemein schneller Energie. Das ist auch nochmal so ein Fakt. Weil wir laden jetzt gerade noch nicht so schnell. Wir müssen unseren Akku erhöhen wir die ganze Zeit. Aber. Oh, hä? Hä? Was war denn das? Das war schon wieder so eine komische Aktion. Wir haben ein paar Foundations. Die Hälfte des Planeten ist terraformt. So, hier alles wieder weg. Weg, weg. Wenn erstmal die erste Hälfte fertig ist, dann geht der Rest relativ easy und zeitnah. Da kostet es uns nur noch 40.000 oder 50.000 und keine 100.000 mehr. Weil ich will hier kein Wasser haben. Wir brauchen hier auf diesem Planeten kein Wasser. Wir brauchen nur Stahl. Stahl und Stein. So ein Stahlplaneten mit Stein. Blöd. Ich könnte aber... Hier ist schon mal wieder 9000. Kann ich mitnehmen, kann ich mitnehmen. 6000 werden noch geliefert. It's fantastic. Life in plastic. You can brush my hair. Und weiter mehr Ressourcen. Bringt das auch was, wenn ich die Ressourcen hochklatsch? Natürlich bringt das was. Bringt das uns aber aktuell in unserem Projekt etwas? Natürlich. Und hier, da und da. Das wird alles so schön gemacht. Also tatsächlich, ich fange schon wieder mit tatsächlich an. Was ist denn das für, das fällt mir schon selber auf. Das ist so ein richtig unangenehmer... so eine richtig schlechte, unangenehme... Eigenschaft. Das ist blöd. Was ich sagen wollte. Ihr werdet allgemein sehen, wenn ich 15 Minuten Folgen hochlade. Dann bin ich zeitlich aktuell sehr eingespannt, so wie jetzt die nächsten paar Tage. Und wenn sich das bessert, dann werdet ihr auf einmal so einen Unterschied sehen. Dann kommen dann wieder 30 Minuten Folgen. Aber das sollte sich generell spätestens ab Kalenderwoche 9 ändern. Denn da habe ich... ich wollte zu Alutra. Da gibt es dann bei mir bei der Arbeit eine Änderung. Und dann kann ich das effektiver einsetzen alles. Weil dann weiß ich besser Bescheid.
Ich fliege schon zu Alutra, guck mal, dass ich ein paar tausend Foundations mir irgendwie ergattern kann. Wir sehen uns gleich wieder. Ich hatte gerade ein allgemeines Problem. Ich bin aus Versehen hier vorbeigeflogen. Und dann habe ich mir gedacht, so, kacke. Und ich bin schon wieder vorbeigeflogen. Also manchmal muss man ein bisschen mehr Zielwasser trinken, fällt mir auf. Oh, Small Carrier Rockets sind wieder leer. Das ist doof. Aber das liegt auch dran, dass wir keine Solar Sails haben. Das ist sehr doof. Deswegen pushen wir die Solar Sails. Was wollte ich nicht ja nochmal? Ich brauche einmal Foundations. Foundations sind hier drüben. Ich hoffe, ich habe doch genug Foundations. Ach klar, 60.000 mitgenommen. Dann nehmen wir noch Dröhnchen mit. Hier. Das ist voll. Und dann fliegen wir direkt wieder zurück. Ich melde mich, wenn ich wieder da bin. Bis gleich. Okay, das muss ich euch nochmal zeigen. Das sieht aktuell so episch aus. Wie das Ganze hier gebaut wird und hingeschickt wird und alles. Das sieht richtig, richtig nice aus. Aber ich fliege jetzt einmal rüber und dann sehen wir uns gleich wieder. Ah, ich will was testen. Wir sind ein bisschen schneller. Yes. Nice. Also, beziehungsweise, ich muss es nicht mal reduzieren. Wir müssen generell einfach nur unsere Forschung hochhauen. Drive Engine. Wenn wir unsere Drive Engine hochhauen, dann fliegen wir hier auch noch mal weiter schneller durch. Das ist aber der falsche Planet. Wir müssen hier hin. Wir haben es geschafft. Unsere Drohnen fliegen faster. Yeah. Ein bisschen mehr Drone Speed. Drohnen auf Crack. Vielleicht war das das, was er gemeint hat. Muss ich nochmal in den Kommentaren nachschauen. Oh, Linguistic Whistles. Also hier gehen die Forschungen ja noch relativ schnell, weil wir einfach noch nicht so weit sind, aber es geht noch sehr schnell. Wenn ich hier mache mit den 80.000, okay, die 20.000 gehen noch, aber hier so 8.000, hier so 58, das dauert halt Ewigkeiten. 50.000 dauert auch Ewigkeiten, 32. 4.000 nehmen wir mit. Wir nehmen einfach alles mit. Wie so auf so als Marktschreier euch. Kommt her und kauft und kauft und kauft und nehmt mit. Nehmt alles mit, was ihr könnt. Und dann denkt man sich nur so, warum? Hast du ein paar Drogen reingeschmissen? Nein. Das ist einfach nur die gute Laune. Denn ich bin einfach gut gelaunt. Hui. Das ist wie wenn man eine Scheibe putzt oder sonstiges. Immer kreisen. Und nein, wir haben nicht so viel Karate geguckt mit Putzen und Polieren. Wischen und Polieren. Drohnengeschwindigkeit. Sie fliegen noch schneller. Ihr könnt ja gerne mal, wenn ihr möchtet, in die Kommentare reinhauen, was euer zum Beispiel Lieblingssong ist. Das würde mich auch interessieren. Seid einfach. Oder generell, was ihr euch hier für Gedanken macht, wenn ihr so bei mir zuguckt oder einfach hier so euch berieseln lasst. Auf meiner komischen Art und Weise manchmal. Das ist so witzig, wenn ich mit meiner Freundin einkaufen gehe und dann meine 5 Minuten sozusagen habe, die dann so 2 Stunden gehen. Was dann keine 5 Minuten mehr natürlich sind, aber das ist dann einfach witzig. Weil dann bin ich einfach so richtig aufgedreht und hyped. Und meine Freundin denkt sich nur so, was habe ich mir da angetan? Also Leute,
Aber das war's wieder mit der Folge. Ich hoffe, euch hat die Folge dennoch gefallen. Auch wenn wir aktuell nicht so viel machen. Das wird sich wieder ändern. Keine Sorge. Wir tun jetzt noch Terraform und dann fangen wir direkt an, hier Solar Cells zu pumpen. In Massen. In Massenproduktion. Aber da werde ich dann wahrscheinlich auch Stein und Glas verwenden, damit ich Prismen bekomme. Weil uns wahrscheinlich nicht genug Materialien sonst kriegen. Wir müssen es aber ausprobieren. Aber das werden wir in einer der nächsten Folgen sehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.